Vier Personen waren anwesend, als DEA-Agent Ricky Sandoval ermordet wurde. El Sueño, der Kopf des Santa Blanca-Kartells. Ricky. Und dann auch noch La Jury und El Polito. Jury und Polito lernten sich in einer Staatsklinik in Chiapas kennen, wo El Polito Assistenzarzt war und wo La Jury Schwester war. Es war Liebe auf den ersten Blick. Von Anfang an waren sie unzertrennlich. Eine Liebe wie im Bilderbuch. Dann landete ein Buchon namens La Plaga bei ihnen in der Notaufnahme, schwer angeschossen. Eine Weile stand es auf der Kippe, aber schließlich retteten sie ihm das Leben. La Plaga war dankbar, machte ihnen Geschenke, Einladungen zu den exklusivsten Partys, sogar ein neues Auto. Und nach einer Weile machte La Plaga sie zum persönlichen medizinischen Stab des Santa Blanca-Kartells. Doch das war nicht ihr Hauptjob. Jury und Polito kennen den menschlichen Körper. Sie wissen, wie viel Schmerz jemand erträgt, bevor er stirbt. Sie können eine Person wach und am Leben halten, damit sie den Schmerz spürt. Und vor allem wissen sie, wie man Schmerzen zufügt. Das tun sie in der Provinz Itaqua. Wenn Santa Blanca jemanden hat, der nicht reden will, bringen La Jury und El Polito ihn dazu. Sie brechen Menschen. Wie gesagt, vier Personen waren anwesend, als Ricky Sandoval ermordet wurde. Sueño, Ricky, Jury und Polito. Sie hielten Ricky am Leben, während Sueño ihn folterte. Nonstop. 47 Stunden lang. Sie brachen Ricky Sandoval. Dann erschoss Sueño ihn. Hallo und willkommen zurück bei Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands mit der Tibra. Grüß euch. Und mir, dem Anduin. Wir müssen ein bisschen aufpassen, nicht allzu viel schreien, weil die Jagdhütte ist in der Nähe. Ja, es hat geheißen, dringen Sie in die Jagdhütte ein. Granate und einfaziert, ne? Hm. Ganz, ganz dezent. Nein, ich weiß nicht, ob das so gemeint ist. Ja, die so. Nacht über haben wir uns jetzt herauf bewegt zur Jagdhütte. Gut, dann speckt ich nehme die Rückseite des Gebäudes. Zur Hütte vorrücken. Augen auf. Hey, da stehen ja zwei Helis. Wundersame Vermehrung. Mhm. Oh. Aha. Da leuchtet es im Berg. Da wird eben... Die haben da was Unterirdisches vermutlich. Ja. Stolleneingang oder so. Oder, warte mal, ist da hinten... Was ist da hinten für eine Lampe aufgestellt? Ist da ein Stolleneingang? Ah, das wird wahrscheinlich im Massengrab. Schloss knacken. Wo bist du? Beim Schloss knacken. Ich warte auf dich. Okay, ich flitze. Denn anscheinend dürfte ja in der Hütte nichts sein, nur eben unter hinter der Hütte. Geht rein. Achtet auf Ecken und Eingänge. Bitte liegt da ein Krokodax. Ja, war ausgestopft. Hallo. So wie die anderen Tiere da. Ah ja. Unappetitlich. Oh ja, da ist ein Foto von den beiden. Okay, ich... Hier ist ein Abgang. Ich glaube, hinter dir ist die Kiste. Kann das sein? Nein, da ist keine, aber da ist ein Abgang. Okay. Wer geht? Ja, beide. Ich habe die kleine Waffe. Ja, ich auch. Da ist sie jetzt, die Kiste. Da hinten. Okay. Markiert. Kannst du auch schnell. So.
Siehst du was? Ja. Überhaupt nichts. Ah, da drin ist es. War nur ein halber Mensch, bevor ich dich traf. Ein blasses Bild. Völlig verschwommen. Bis ich mich endlich durch deine Augen sah. Wir dürfen beide töten. Alles klar. Stell dich mir mal. Versuch dich zu hören. So, ich bin auf die Lama gegangen. Okay. Ich war Strafen der Sünde, diese Hände gegen dich begangen hat. Mordo, vielleicht muss ich weinen. Ich muss etwas gestehen. Okay, da vorne ist eine Tür. Und da ist ein dritter hinten. Es sind drei drinnen. Okay. Eins, zwei, drei Wachen und die zwei Hauptpersonen. Alles klar. Ich könnte sie von hier erledigen. Und du bleibst ums Eck. Und ich bin mir nicht sicher, ob du da durchschießen kannst. Achso. Probieren kann nichts. Aufmerksam werden sie. So, ich könnte öffnen. Okay, auf wen soll ich als erstes schießen? Ich hatte Wären Sie aufgescheucht? Ah, ich kann nicht durchschießen, ja. Ist recht. Okay, ich komm schon. Passt schon. Okay, rein. Steht an einer Maschine. Hinten im Eck wurde abgemessen noch einmal. Steht an der Maschinenpistole. Da versteht sich. Sie steht an der Maschinenpistole. Tot. Ich warte auf dich. Ja, ja. Die sind alarmiert. Oder musst du sie verfolgen? Ja, ich glaube. Ja, dann verfolg sie. Ich glaube schon. Sie habe ich. Okay. Ja. Schieß. Sie beruhigen sich. Die denken, wir wären fort. Du warst dort. Judy und Polito sind ausgeschaltet. Und ich nicht anfinden. Klar. Sorry. Nein, kein Problem. Wenn's gemacht werden muss, dann bitte mit. Oh. Da ist ein Busse. So. Ich lasse mal kurz das Video durchlaufen. Unsere Sicherheitsinfrastruktur wurde angegriffen. Ich fragte mich, ob La Plaga, unser Topsicario, der Sache gewachsen war. Oder ob ihn die sozialen Medien zu sehr ablenkten. Bist du zu beschäftigt mit Internet-Muschis, um deinen Job zu machen? Oder sind Muschis dein John? Nein, Jefe. Er ist mein Bruder, Svenio. Lass mich das mal machen. La Plaga verstand nur zu gut. Er hängte sich rein. Wer immer dahinter steckt, weiß, dass wir ihn finden werden. Weiß, dass wir für jeden Tote von uns 10 Zivilisten umbringen. Unschuldige gibt es für mich nicht. Hä? Warum? Hä? Okay. Äh,
Ja. Ich bin also gerade sprachlos. Sprachlos, ja. Keine Ahnung. Haben wir die Zeit auch erreicht? Nein. Okay. Jetzt passt's aber wieder. Jetzt schauen wir mal. Erledigt ist es aber auch. Okay. Naja, Ausrüstung verfügbar aber und Fertigkeiten. Achso, das ist das Dorf, oder? Da unten jetzt. Ja, das ist das Dorf. Nein, das ist die Jagdhütte. Na, meine Jagdhütte ist. Aber ich habe keinen Einsatz mehr. Ja? Wir dürften es erledigt haben. Funkausrüstung gibt's noch. Wo? Fährt da gerade. Dieser LKW, der da immer herumfährt. Hatten wir das denn nicht schon mal? Na, das ist der zweite. Das eine waren die Medikamente. Okay, dann würde ich sagen, fliegen wir mit einem Heli, ne? Heli? Wenn noch welche da sind. Sollte doch so sein. Keine Ahnung. Ich bin ehrlich gesagt sehr perplex, dass uns da jetzt im Kampf getötet. Entweder sind da jetzt noch welche dazugekommen. Da gibt es ja kein Heli mehr. Oh. Jungs, das ist gemein. Schon. Aber gibt's ein Auto? Ich würde sagen, wir verwenden die paar Minuten von der Folge, dass wir jetzt noch einmal diesen Schacht da reingehen. Okay. Also diesen Stollen machen. Und schauen, ob es da unten dann noch irgendwelche Kisten oder so gibt, weil wir haben da nichts durchsucht. Wenn wir überhaupt noch reinkommen. Ja, reinkommen tun wir. Ich knack schon mal das Schloss. Okay. Nein, nicht die superkleine. Die ist Scharfschützengewehr. Wir haben vermutlich eh wieder volle Muni. Ja. Was mich ärgert, ist, dass ich nicht durch das Glas durchschießen konnte. Wobei, Da sind jetzt nur irgendwelche normalen, ne? Drei Wachen, ja. Sollte wieder jemand auf dieses zu dem MG gehen, hinlegen, dann ganz langsam nach vorrobben, den kann ich auch machen. Wenn du willst, einfach auf die Füße schießen. Ich rob schon mal. So. Das mache ich ja so gern. Ich mach da mal auf. Ich bin noch nicht hinter dir. Ah, Schleife robben. Geht. Da kannst du ruhig auf die Lama gehen, weil sobald ich da aufmache, sind sie sowieso alarmiert. So, ich öffne. Ich kann eine kleine Gruppe rein. Du hast die Superschüsse. Ich komme hier nicht vorbei. Okay, da. Hast freien Eintritt. Okay. Okay, an der Minigun ist niemand. Der Raum ist sauber. Aber die musst du immer separat nachladen. Was? Die Supershorty. Mhm. Okay, ich kann mich gerade nicht bewegen. Okay, ist sehr interessant, was jetzt Sache ist. Und hängst sicher wieder wo fest. Nein, es geht gar nichts. Jo, ich glaube, diesmal hat das meine Aufnahme gecrashed. Tut sich nichts. Okay. Na, jetzt tut's was. Ja, weißt was war? Ich hatte den Chat eingeschaltet. Damit denken wir, den muss ich. So, dann da runter. Ja, da war. Achtung! Hab ihn.
So, ums Eck rum, glaube ich, ist noch einer. Ums Eck? Ja. Hat das vorhin der Ding so gestanden. Einer ist noch irgendwo. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Okay, na, links von dir war. War die Leiche? So, sauber. Erledigt. Alles Paletti? Oh. Okay, und es ist auch nichts mehr unten. Alter, wie schaut's denn da aus, bitte? Ja, das hatte ich vorher schon ziemlich ekelerregend gefunden. Alter. Nichts zum Finden, keine Dokumente, kein Nein. Beweismaterial, irgendwas. Was ist denn da? Fliegen. Okay, jetzt weiß ich, warum wir sie einfach eliminieren dürfen. Ja, ich gehe wieder. Das ist ja ekelhaft. Alter. Okay. Leider wird es irgendwann einen Rissband da herin geben. Okay, du, wo ist da die Tür nach draußen? Da ja vorne. Eine Orientierung ist nicht unbedingt die beste. Ja, also hätten wir diesen Auftrag nun auch. Ja. Mehr oder weniger überlebt. So. Eins zu weit. Ja. Wollte nicht in das. Da gibt's nirgends. In das Pornozimmer. Oh, wir haben wenigstens einen Jeep. Na gut. Deine Ansage, meine? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schaltet wieder ein bei Tom Clancy Ghost Recon Wildlands mit der Tibra und dem Anduin, wenn wir versuchen, den Transport mit der Funkausrüstung zu kapern. Ciao. Ciao.